Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Lesemonat. In diesem Video möchte ich euch die Bücher vorstellen, die ich im Februar gelesen habe. Es waren vorrangig Bücher tatsächlich, die ich bereits gelesen hatte, also Rereads, also altbekanntes, von dem ich wusste, dass es mir gefallen wird. Ich habe nur ein neues Buch dabei und ich würde sagen, mit dem starten wir dann auch. Nämlich mit Sparks, die Magie der Funken. Die Grundidee fand ich durchaus bemerkenswert, wenn sie jetzt auch nicht völlig neu ist. Also wir haben hier Zirkusfreaks im besten Sinne, dessen Fähigkeiten gar keine Illusionen sind, sondern die tatsächlich magische Fähigkeiten haben. Der Clou jetzt an diesem Buch ist, dass das nicht nur mit dem Ersten, sondern eigentlich noch mehr mit dem Zweiten Weltkrieg verknüpft kombiniert wurde. Ich mochte vor allem, wie diese Fähigkeiten aufgebaut sind, denn auch diese sind jetzt nicht komplett neu, also man hat alle schon mal irgendwo gesehen. Aber ich mochte es, wie gesagt, wie diese in diese Geschichte eingearbeitet wurden, wie die vor allem charakterisiert wurden und wie diese Fähigkeiten eben auch mit der Figur mitwachsen. Also es wurde eben wirklich zu einer Eigenschaft der jeweiligen Figur. Allerdings hatte ich so meine Probleme mit dem Stil. Dieses Buch sprüht keineswegs so vor Magie, wie es einem versprochen wurde. Denn im Werbetext warb es halt mit dem Nachtzirkus von Aaron Morgenstern oder verglich sich damit. Ich finde allerdings, dass der Nachtzirkus einen ganz anderen Ton anschlägt und eben auch so eine ganz ureigene Magie auch durch die Sprache transportiert und das habe ich hier vergebens gesucht. Zum anderen neigt die Autorin zu Belanglosigkeiten. Generell ist das Buch eher ruhig, was ich auch per se überhaupt nicht problematisch finde. Allerdings ist es eben nicht nur ruhig, sondern wirklich langsam erzählt und das sorgt dafür, dass es gestreckt wirkt. Und dennoch oder gleichzeitig haben wir hier drinne die Muster der Behauptung. Es wird sehr viel einfach nur behauptet, statt dass es mir wirklich aufgezeigt wird. Plus noch so ein gewisses Foreshadowing, wie nichts Gutes. Wie das Thema des Zweiten Weltkrieges hier mit eingeflochten wurde, dem stehe ich recht ambivalent gegenüber. Also zum einen mochte ich tatsächlich dieses düstere Setting und auch diesen ernsteren Ton, der dadurch angeschlagen wird. Es gab allerdings so ein paar Entscheidungen der Autoren, die hier getroffen wurden, die ich kontraproduktiv fand. Zum einen, wenn wir hier das Setting des Zweiten Weltkrieges haben, warum reist dieser Zirkus dann nicht durch Europa statt durch die USA? Und warum müssen es immer nur so Zukunftssprünge in den Zweiten Weltkrieg sein, die dann so die Gräueltaten oder die Eckpunkte abklappern, statt dass das alles wirklich aktuell, aktiv, jetzt gerade passiert? Also das sorgte eben alles so dafür, dass so eine gewisse Distanz aufgebaut wird. Es bleibt alles theoretisch. Ein gewisser Sicherheitsabstand bleibt immer vorhanden. Und das sorgte in meiner Auffassung dafür, dass dieser Zweite Weltkrieg eine effekterhaschende Setting eben geblieben ist und nie so wirklich, so richtig Teil der Handlung ist, so wirklich thematisiert wird. Es funktioniert so als Damoklesschwert, was so immer so als dunkles Foreshadowing über der Handlung schwebt, aber es ist nie so richtig Teil dessen. Ich muss sogar sagen, ich hatte grundsätzlich nicht so richtig das Gefühl, einer konkreten Handlung, einer konkreten Erzählung zu folgen, sondern was mir hier präsentiert werden, sind hauptsächlich zwischenmenschliche Beziehungen. Auch das finde ich per se überhaupt nicht problematisch. Allerdings tragen die Figuren das für mich nicht. Es gibt durchaus viele Figuren, die in diesem Zirkus arbeiten, die auch mal so grob in der Handlung drin vorkommen. Allerdings alles, was am Rande ist, ist natürlich relativ unscharf. Aber auch selbst unsere Protagonistin und ihr Inner Circle. Ich fand nicht, dass die eins so richtig nahegelegt wurden. Bei der Protagonistin logischerweise noch am meisten, aber selbst dort. Es ist nicht so, dass man kein Bild von den Figuren bekommen würde, aber es ist eben auch nicht so, dass die so richtig plastisch wie echte Charaktere wirken. Das Thema Familienbande wird sich hier auf die Fahnen geschrieben und das wird dann natürlich auch so verschiedenartig, wie man das nur auslegen kann, ausgelegt und verschiedenste Varianten aufgezeigt. Aber das alles eben, wie gesagt, ohne dass so ein Grundstein dafür aufgebaut wurde, dass man so richtig mit den Figuren connecten könnte. Auch hier trifft für mich die Autorin wieder nicht den richtigen Ton. Alles wird mit so einer gewissen Lamoyanz vorgetragen. Es wird viel gejammert, gibt viel Wehleidigkeit. Also zwischendurch verkam das fast so ein bisschen zu so einer Selbsthilfegruppe, wo jeder mal sagen darf, was ihm alles so Schlimmes passiert ist und oder was noch Schlimmes passieren wird. Aber ohne, dass das irgendwo hinführen würde, ohne, dass das so wirklich das große Ganze mit ins Bild nehmen würde. Um die wirklich ernsten Themen schifft die Autorin immer irgendwie so ein bisschen drumrum. Da fehlte ihr vielleicht auch so ein bisschen der Mut. Eine Thematik würde ich davon ausklammern, das sind toxische Beziehungen. Das fand ich war so ein Thema, was wirklich fokussiert in diesem Buch drinne vorkommt, was dementsprechend auch genug Raum bekommen hat, genug beleuchtet wurde oder gut beleuchtet wurde, was zum Teil auch daran lag, dass wir hier verschiedene Sichten haben und dort durchaus auch eine Tätersicht mit dabei war. Also letztlich muss ich sagen, dieses Buch ist keinesfalls schlecht, aber es blieb
unter den Erwartungen. Es blieb auch irgendwie unter seinem Potenzial. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es hier so ein bisschen an der Autorin gescheitert ist. Nicht die Geschichte war nicht ausreichend, sondern es blieb bei mir dieser Eindruck zurück, dass die Autorin A nicht mutig genug ist und B vielleicht auch in ihrer Schreibkarriere, in ihren Schreibfähigkeiten noch nicht so geübt ist, dass sie diesen richtigen Ton treffen könnte. Noch einmal gelesen habe ich Bleeding Violet, im Deutschen mit dem Untertitel Nie war Wahnsinn so verführerisch. Dia Reeves ist für mich eine völlig unterschätzte Autorin. Ich finde, ihre Werke haben nicht den Raum im Deutschen bekommen, den sie verdient hätte. Ich mag die Bücher tatsächlich gerne. Wir haben hier so eine Dark-Fantasy-Welt. Also dieses Buch ist auch durchaus im Bereich Horror anzusiedeln, auch so ein bisschen Splatter. Und obwohl wir hier tatsächlich eine klinisch diagnostizierte wahnsinnige Protagonistin haben, mit Wahnvorstellungen, mit Psychosen und so weiter, konnte ich mit ihr viel besser connecten als mit den Figuren aus Barks zum Beispiel. Denn hier zeigt es sich für mich so explizit, wie wichtig es eben ist, diesen gewissen Ton zu treffen, wie wichtig es ist, Charaktere aufzubauen, die eben so eine Handlung auch tragen können. Das kann diese Protagonistin hier. So, ja, sie hat ihren gewissen Wahn, ihr Gehirn funktioniert nicht so normal und rational, wie man das von vielen anderen Figuren her kennt, aber genau das macht eben ihren Charme aus. Plus, obwohl wir hier eine wahnsinnig kreative Welt haben, die wie gesagt sehr düster ist und sehr blutig sein kann, haben wir hier einen gewissen Humor drin. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam, es ist zum Teil witzig und ich mochte diese Detailverliebtheit. Ich mag Portero, wie diese Stadt funktioniert mit seinen versteckten Türen und Portalen und seinen Selbstmordhöhlen und seinen Kreaturen und diesen Monstern da drin. Also ich habe wirklich jedes Mal wieder Spaß, in die Welt von Portero zurückzukommen. Die anderen Bücher von ihr sind leider, glaube ich, nicht übersetzt worden. Ich glaube, mittlerweile gibt es dieses Buch tatsächlich wieder zu kaufen. Das war zwischendurch nicht so, das war zwischendurch vergriffen. Aber wenn ihr mal einen Blick reinwerfen wollt in einer wirklich eher abgedrehten, surrealen, interessanten, kreativen, blutigen Unterhaltung, kann ich dieses Buch hier wirklich durchaus empfehlen. Ich habe jedes Mal wieder Spaß daran. Und wenn ich so darüber nachdenke, war stand der Februar vielleicht tatsächlich so ein bisschen unter dem Thema Surrealismus, so ein bisschen dieser gewisse Wahnsinn. Denn danach habe ich auch wieder zu meinen All-Time-Favorite-Büchern gegriffen, nämlich zur Alice-Geschichte. Das da ist zum einen Alice im Wunderland. Also ich habe ja diese wunderschönen Schmuckausgaben. Ich hätte ja super gerne alle Schmuckausgaben von Alice im Wunderland. Eher unrealistisch, aber es wäre schon schön. Diese hier sind illustriert von Benjamin Lacombe. Wunderschön aufgelegte Bücher. Also es ist tatsächlich von allen, die ich bisher so gesehen habe und kenne, sind das hier meine liebsten Ausgaben, meine liebsten Schmuckausgaben. Der zweite Teil, Alice in Spiegelland. Es gibt auch die Übersetzung mit Alice hinter den Spiegeln, bin ich der Meinung, aber aus der gleichen Geschichte. Wie gesagt, meine All-Time-Favorite-Bücher. Ich liebe die Alice-Geschichte. Ich mag, wie Lewis Carroll seine Geschichten aufgebaut hat. Ich mag die Geschichte hinter der Geschichte. Ich mag auch die Mathematik tatsächlich, die in seinen Büchern ist. Also auch während des Mathestudiums hatten wir da mal so ein, zwei Exkurse in seine Literatur, was ich sehr interessant fand. Und wie gesagt, diese Bücher, die haben einen gewissen Preis, sind allerdings auch wieder unfassbar qualitativ aufgebaut. Also auch wenn Alice wächst, dann klappt man auch mal eine Buchseite nach oben auf. Oder die Schrift, die verschiedene Pfade nimmt und Größen annimmt und so. Also wie gesagt, es ist wirklich kreativ aufgebaut. Da steckt viel Arbeit in diesen Büchern drin. Unterstrichen durch die wunderschönen Illustrationen von Benjamin Lacombe. Im ersten Teil von Alice geht es ja thematisch eher grob gesagt um das Thema Finde deinen Weg und im zweiten Teil dann Finde dich selbst, also die großen philosophischen Themen, die jeder von uns im Leben begegnet oder die vielleicht die weichenstellenden Fragen in seinem Leben sind. Ja, also wie gesagt, die Alice-Bücher gibt es ja 1000 verschiedenen Ausgaben. Diese jetzt hier sind tatsächlich meine Favoriten. Und das war es dann auch schon wieder gewesen. Das waren die Bücher, die ich im Februar gelesen habe. Wie gesagt, viel Altbekanntes. Ich will nicht sagen, dass ich so eine wirkliche Leseflaute habe, aber so ein bisschen kratzt es daran. Wie gesagt, das merkt man eben auch daran, dass ich dann verstärkt wieder zu Büchern greife, bei denen ich weiß, dass ich mich darin wohlfühle, dass es mir gefallen wird. Gucken wir dann mal, wie es im März weitergeht. Da ist ja auch der Messemonat, dementsprechend viele Neuerscheinungen, viele Bücher, die da ja theoretisch auf einen warten würden. Das war es dann sonst soweit auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch dann noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!